gerade echt geskillt. Ich habe nicht hingesehen, tut mir leid. Hä? Tut mir leid, ich habe nicht hingesehen. Was war leicht? Ja, dein Skill war anscheinend. Ja, du kannst ihn ja nachher auf Video anschauen. Ist das Fenster nicht schön geworden? Alter, ich wurde schon wieder gelegt. Ich glaube, es ist ein bisschen zugig. Warum? Naja, da fehlt noch eine Essenz. Ja, warte, das ist. Ich weiß, dass das was fehlt, du. Ich bin nicht dumm. Ja, ich hätte eh schon hingebaut, aber irgendwie wurde ich und dann, ja, ist nicht weg. Ist es dein Internet, Patrick? Wahrscheinlich. Ja, für alle, die es nicht wissen, das werden so ziemlich alle sein. Patricks Internet hat ein eigenes Wesen. Und alle paar Mal entscheidet sich, lol, und dann ist einfach Ebbe und dann muss man es neu starten. Und dann ist. Hörst du mich nicht mehr? Ich höre dich noch. Oh, okay. Ich erzähle schon mal so, könntest du weg sein? Ah, okay. Verstehe dich. Ich habe mir nur mal erklärt, was los ist. Okay. Komm schon, 18 Minuten muss das Internet noch durchhalten. Ja, die 18 Minuten ist schon. Hast du schon Glaswand gemacht? Ja, habe ich schon gemacht. Ich mache trotzdem jetzt noch Glas. Warum ist die ganze Wand wieder draußen? Kann ich eine ganze Holzwand bitte haben? Nein. Ich habe keine Holzwände mehr. Wo hast du die hingemacht, bitte? Die ist da für das Ding draufgegangen. Was? Für die Wände hier draufgegangen. Warte mal. Hast du expandiert? Nee. Warte mal, ich hab sie gerade weggeworfen. Ich hab sie schon. Bin ich beruhigt. Und ja. Das war's. Soll ich dir sagen, wie das aussieht? Es ist ja, wunderschön. Wirklich. Ja, wie eine Einkaufstüte. Aber es sieht aus wie eine recycelte Einkaufstüte. Das lassen wir jetzt so. Ich hab grad, man kann Mudstone machen. Okay, ich wollte ihn machen und zwar. Sag mal, kann ich meinen Lehm wieder haben, weil du brauchst ihn ja anscheinend nicht. Ja, nein, ich hab's draus gemacht. Bitte. Clayblock. Ich überlege mir gerade mal vielleicht einen Keller draußen abzuschauen. Zumindest die Wand. Wäre es okay, wenn ich den Keller was roter Ziegelmauer mache? Was machst du bitte? Warte, chill. Was machst du, Patrick? Relax. Hey Patrick, was machst du? Ich mache hier eine Straße. Oh Patrick, du bist so schlau. Danke. Ich weiß. Oh Patrick! Du bist forever alone. Das war ich. Und so wie immer verschwenden sich alle Rohstoffe. Ich bin wie ich bin. Sieht geschmeidig aus. Das ist praktisch an Terraria. Ich kann sehen, was für einen Blödsinn du machst, ohne wirklich direkt vor Ort zu sein. Also ich kann im Keller sehen, was du im Erdgeschoss machst. Du hast überall Augen. Ich werde immer sehen, was du machst, Patrick. Hast du gerade den Eimer ausgeleert? Ja. Du hast nämlich den ganzen Untergrund geflutet, das ist aber nicht bewusst. Ich bin eben nicht. Aber gib zu, das sieht doch echt sehr edel aus für den Keller. Und vor allem, es sieht aus wie ein Keller vor allem. I like it. Auch wenn das Holz passt schon so. Ich finde das sehr edel. Okay, ich komme wieder hoch. Bitte nicht. Nicht? Warum nicht? Hast du mich nicht mehr lieb? Schwul. Nein, Scherz, ja. Patrick, ich warte auf deine Rückkehr. Und ja. Übrigens,
Ich wollte, hab vergessen, was ich gerade sagen wollte, aber ich glaube, es kann sowieso nichts wirklich Intelligentes gewesen sein. Ich weiß schon wieder, ich glaube, es wäre schneller, wenn du dich einfach disconnectest und reconnectest. Nein, das ist Cheaten. Sowas fühle ich nicht absichtlich. Gibt's da unten irgendwo vielleicht Clay oder so? Ich glaube, ich bin an welchem vorbei. Ja, ich bin an welchem vorbeigekommen, als ich runterging. So, wie viel Zeit haben wir noch? Weil eventuell 14 Minuten. Das hebe ich mir auf. Das machen wir dann offscreen. Wir werden noch ein bisschen weitermachen, ein bisschen weiter feilen am Haus. Nein, alle sind unfähig. Also wir sind doch gute Let's Player. Ja, aber ich glaube nicht, dass die Leute. Aber ich glaube nicht, dass die Leute sehen wollen, wie ich jetzt hier das ganze Tonding hier weg. Also ich sag's mal so. Bis nächste Folge draußen ist von der Zeit. Schreibt in den Kommentaren, ob ihr sehen wollt, wie wir eine ganze Stunde lang an den Clay herum, an der Clay-Blase herummachen. Oder ob wir das oft machen sollen. Ja, das Problem ist jetzt aber nur das, was wir jetzt momentan machen sollen. Außerdem glaube ich kaum, dass genügend. Ich glaube, dass ich bin jetzt so frei und ich entscheide das mal für alle Zuschauer aus dem einfachen Grund, weil noch nicht so eine wirkliche Masse da ist. Das kommt hoffentlich kommt das Ganze gut an. Und ich bin überzeugt davon, dass es gut ankommt. Denn wir wissen, wir können es schaffen. Mit Gemeinschaft. So, und jetzt haben wir so ziemlich das ganze Intro schon vorweggenommen. Outro schon vorweggenommen. Ticket Torch. So. Könntest du mal ein bisschen Licht aufhängen, ja? Ja, ganz, wäre ganz schön. So. Das ist unsere Erzkiste ab jetzt. Nein. Na, warte. Die Erzkiste, hau die Erzkiste bitte neben den Ofen. Da wollte ich gerade. Hier unten kommt der random Shit rein. Außerdem kann man. Ich bin auch ein dieser Fan von diesen. Ticket Torches, aber ich glaube, die Kisten können im Lager schon eng gestapelt. Deal with it. Und ich glaube, ich sollte hier noch eine Schicht, noch eine Deckenschicht reinziehen aus Holz. Hier auch, weil nämlich sonst das da oben nicht ganz gut aussieht. Wenn man dann unter die Straße kommt mit dem Keller. Passt das nächste Mal auf, wie du den Splitz. Ja, ich weiß, ich hatte zu dem Zeitpunkt noch keinen Hammer, ist mir eh aufgefallen. Okay, dann ist es ganz schuldig. So, wie viel so, Holz haben wir noch? Ich habe noch 34. Ich habe 109. Okay, das sollte reichen. So. Ja, genau. Eisenkästen. Sieht ja wunderschön aus. Nahezu bezaubernd. Ja, nahezu. So, ich geh jetzt farmen in der Straße ausweichen. Ich lass das Lager einfach mal so groß. Ich lass die Wand hier auf. Steinfarmen, so wie ich gesagt habe. Und wieder ein weiteres Beispiel, wie gut ich aufpasse und zuhöre. Badum. Ist das komische Badum eigentlich copyrighted oder? Kommt bei jedem schlechten Witz vor. Okay. Naja, vielleicht ist jeder schlechte Witz Copyright geschützt. Oh, und daran habe ich noch gar nicht gedacht. Ich glaube aber nicht. Oh. So. Was wollte ich? Genau, im Keller. Also du siehst irgendwie total wie ein Zombie aus. Das war meine Interpretation eines Zombies. So, meiner Meinung nach wird
zeigen, wir füllen dieses ganze Modell mal mit Dirt auf. Ja, aber